Hallo und herzlich willkommen auf Ewalds Eiland. Wenn Sie anfangen, über den Sozialismus zu recherchieren und im Netz herumzustöbern, dann werden Sie spätestens nach intensiver zweiminütiger Suche merken, dass es nicht eine einheitliche Definition von Sozialismus gibt, sondern sehr viele verschiedene. Und das verwundert auch gar nicht, weil ja der Sozialismus schon sehr lange existiert und in sehr verschiedener Form an sehr vielen verschiedenen Orten. Aber das Problem daran ist natürlich jetzt, dass eben ziemlich viele Leute hier bei YouTube oder auch sonst wo über den Sozialismus reden, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und ganz unterschiedlichen Absichten, und man häufig gar nicht so genau weiß, was verstehen die eigentlich jetzt unter Sozialismus. Ja, hier beispielsweise haben wir einen nordamerikanischen Herrn, der uns erklärt, dass Sozialismus ist, wenn es eine gesetzliche Krankenversicherung gibt und dass das ganz böse ist und egoistisch macht. Und hier haben wir einen südamerikanischen Herrn, und der erklärt uns, dass der Sozialismus darin besteht, dass die Arbeiterklasse herrscht. Und mit Arbeiterklasse meint er eigentlich die Partei, der er angehört. Ja, also insbesondere wenn eben moralische Deutungen auftauchen oder Begriffe wie Arbeiterklasse oder auch Gerechtigkeit und Solidarität, dann weiß eigentlich niemand so genau, was das jetzt konkret heißt, oder jeder versteht da was anderes drunter. Insofern wäre es ja sinnvoll, eine klare und neutrale Definition zu haben, was denn Sozialismus eigentlich ist und konkret bedeutet. Ja, und darum geht es in diesem Video. Was ist Sozialismus? Und noch vor 2 Wochen hätte ich auf diese Frage das geantwortet, was wahrscheinlich viele antworten würden: Sozialismus ist die Einheit von Einparteiendiktatur und Planwirtschaft. Ja, das liegt eigentlich auf der Hand, denn der real existierende Sozialismus als Regierungsform ist bisher genau dadurch gekennzeichnet gewesen: Einparteiendiktatur und Planwirtschaft. Und Millionen von Menschen haben das jahrzehntelang als Realität erlebt, ob sie jetzt wollten oder nicht. Nun ist es aber so, dass der Sozialismus ja schon lange vor 1917 existiert hat, also bevor er zur Regierungsform wurde, und dass er auch dort existiert, wo keine sozialistische Regierung herrscht, nämlich zum Beispiel in westlichen Demokratien. Ja, in der Uni, an der ich war, gab es jede Menge Sozialisten, aber nirgends eine Einparteiendiktatur und auch keine Planwirtschaft. Die Antifa hat sich zwar redlich bemüht, eine informelle Einparteiendiktatur zu errichten, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Außerdem gab und gibt es ja nicht wenige westliche Sozialisten, die anders als die Antifa sich wirklich Gedanken darüber machen, was der Sozialismus ist und was er sein könnte. Und die, anders als die Antifa, ein tatsächliches Bedürfnis haben, ein demokratisches, tragfähiges System zu schaffen und die Lebensbedingungen der Unterschicht zu verbessern. Zumindest in den Köpfen und Herzen dieser Leute existiert ja auch der Sozialismus. Ja, und einer von diesen Leuten ist George Orwell, der in einem Aufsatz von 1941 den Sozialismus folgendermaßen definiert: Sozialismus wird gemeinhin definiert als gemeinschaftlicher Besitz der Produktionsmittel. Vereinfacht gesagt, der Staat als Repräsentant der gesamten Nation besitzt alles und jeder ist ein Staatsbediensteter. Hinzufügen muss man noch ungefähre Einkommensgleichheit, Demokratie und Abschaffung erblicher Privilegien. Letztendlich zielt der Sozialismus auf einen Weltstaat freier und gleicher Menschen. Ja, soweit George Orwell. Und da ist das Ziel des Sozialismus genannt, aber auch ganz konkret die Methoden, die auf dieses Ziel hinführen. Ja, aber was sie in dieser Definition überhaupt nicht haben, ist die Einparteiendiktatur. Ja, die gibt es hier nicht. Denn anders als für die Antifa ist für George Orwell das demokratische Prinzip entscheidend, auch und gerade im Sozialismus. Ja, es gibt mit einer Ausnahme wahrscheinlich keinen anderen Menschen auf der Welt, der so vehement und so wirkmächtig wie George Orwell den real existierenden Sozialismus gegeißelt hat, weil dieser Sozialismus ein diktatorischer war und kein demokratischer. Sie kennen wahrscheinlich die Romane 1984 und Farm der Tiere, oder Sie haben zumindest davon gehört, und vielleicht kennen Sie auch noch andere Bücher von George Orwell. Naja, und jedenfalls die beiden genannten Romane sind eine wirklich vernichtende Kritik am real existierenden Sozialismus. Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, aber die Partei, die in 1984 den Staat Ozeanien beherrscht, ist eine sozialistische Partei. Und die Methoden, die diese Partei einsetzt, die hat sich der Orwell nicht ausgedacht, sondern die sind von real existierenden sozialistischen Parteien wirklich so angewandt worden. Ja, es ist Neusprech, Doppeldenk,
die Hasswoche oder das Vaporisieren. Das ist alles keine Erfindung Orwells, sondern das hat in der Sowjetunion jahrzehntelang zur Regierungspraxis und zum Alltagsleben gehört. Und anders als viele westliche Sozialisten seiner Zeit hat Orwell das auch knallhart angesprochen. Ja, also Orwell ist ein überzeugter Sozialist. Er möchte am liebsten alles verstaatlichen, sowie Einkommen und Vermögen künstlich angleichen, aber er ist auch ein überzeugter Gegner jeglicher Einparteienherrschaft. Und er repräsentiert darin auch eine nennenswerte Strömung innerhalb des Sozialismus. Und insofern müssen wir wohl die Einparteiendiktatur aus der anfänglichen Definition des Sozialismus streichen. Ja, so wie es auch tut, die Einparteiendiktatur muss leider weg. Wir haben also die Einparteiendiktatur gestrichen. Was ist aber mit dem zweiten Bestandteil, mit der Planwirtschaft? Das ist so, dass Orwell 1941, als er das hier schreibt, die Wirtschaftskrisen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vor Augen hat, mit ihrer Massenarbeitslosigkeit, ja, und der Verelendung der Unterschicht in Städten, die infrastrukturell überhaupt nicht in der Lage sind, so viele Menschen aufzunehmen. Und Orwell hat andererseits auch gesehen, dass der britische Staat in der Lage ist, in Kriegszeiten Waren zu rationieren und Produktionspläne umzusetzen und damit die Versorgung der Bevölkerung und auch der Streitkräfte sicherzustellen. Ja, für den Orwell ist sozusagen Planwirtschaft ist etwas, was irgendwie positiv besetzt ist. Und insofern schreibt er dann über Probleme wie Massenarbeitslosigkeit und Versorgungsmängel Folgendes. Und jetzt kommt's. In einer sozialistischen Wirtschaft existieren diese Probleme nicht. Der Staat berechnet einfach, welche Güter gebraucht werden und tut sein Bestes, sie zu produzieren. Ja, so einfach ist das. Und jetzt wäre der geeignete Moment, mich über George Orwell lustig zu machen. Das werde ich aber nicht tun, denn ich verehre diesen Mann geradezu. Der darf auch mal was Dummes sagen. Und der konnte ja 1941 auch nicht wissen, dass man in der DDR bis zu 18 Jahre lang auf einen Trabi warten musste. Für uns ist jetzt einfach nur wichtig, George Orwell und die durch ihn repräsentierte Strömung des Sozialismus lehnt eine Einparteiendiktatur vehement ab. Die Planwirtschaft hingegen sieht er als erstrebenswertes Element des Sozialismus und er glaubt, sowas ließe sich auch mit demokratischen Mitteln durchsetzen. Ja, dann könnte man ja sagen, okay, Sozialismus ist Planwirtschaft. Die Einparteiendiktatur ist raus, aber Planwirtschaft, das ist, was Sozialismus ist. Ja, und das zu sagen, hätte auch vielleicht eine gewisse Berechtigung, zumindest was die Vergangenheit angeht. Nun aber tritt eine schwarzgelockte Dame gewissermaßen auf den Plan. Und zwar Sarah Wagenknecht. Die ist, genau wie George Orwell, vom Sozialismus zutiefst überzeugt. Und Wagenknecht hat auch wie George Orwell sehr gründlich darüber nachgedacht. Anders aber als George Orwell weiß sie, dass man in der DDR bis zu 18 Jahre lang auf einen Trabi warten musste. Und weil die Wagenknecht nicht 18 Jahre lang auf ein minderwertiges Pappmobil warten möchte, kommt sie zu einer für mich sehr überraschenden Schlussfolgerung. Die Wagenknecht sagt, dass man auf freie Märkte nicht verzichten kann, weil nur diese Märkte eine Versorgung mit den notwendigen und begehrten Gütern sicherstellen können. Ja, sie sagt also in einem Interview mit linksnet.de, natürlich gibt es gesamtgesellschaftlich relevante Dinge, die muss der Staat planen und regulieren, aber in sehr vielen wirtschaftlichen Bereichen haben Märkte eine zentrale Steuerungsfunktion, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Ja, und daher spricht die Wagenknecht von einem Sozialismus ohne Planwirtschaft. Und das hat sie offenbar auch in einem Buch ausgebreitet. Freiheit statt Kapitalismus heißt dieses Buch. Das habe ich nicht gelesen. Ja, ich kenne nur dieses Interview. Aber jedenfalls hat sie diesen Gedanken offenbar schon länger im Kopf. Und Sozialismus ist für sie dadurch gekennzeichnet, dass Unternehmen mit bestimmten Merkmalen vergesellschaftet werden sollen. Und vergesellschaftet heißt nicht einfach nur verstaatlicht, wie bei George Orwell, sondern vergesellschaftet heißt entweder verstaatlicht oder, und das ist der Unterschied zu Orwell, in den Besitz der Arbeitnehmer überführt. Ja, das ist also kollektivieren nennt man das auch. Ja, wenn eine Autofabrik von allen Arbeitnehmern in dieser Autofabrik geführt wird, kollektiv, dann ist das eine kollektivierte Autofabrik. Und das ist zumindest in der Theorie etwas anderes, als wenn es eine staatliche Autofabrik ist. Ja, weil die allen Arbeitnehmern gehört und nicht dem Staat. So, jedenfalls möchte die Wagenknecht
verstaatlichen oder kollektivieren, also vergesellschaften Unternehmen mit folgenden Merkmalen, die Sie hier finden. Ja, also wenn ein Unternehmen einen bestimmten Markt dominiert, wie jetzt wahrscheinlich Microsoft, dann soll es vergesellschaftet werden. Ebenso, wenn es in einer bestimmten Branche sehr wichtig ist und viele Leute beschäftigt, wie dann wahrscheinlich BMW, oder wenn es eine öffentliche Dienstleistung erbringt, ja, wie zum Beispiel, ich nehme an, die meint sowas wie Wasserversorgung, Stromversorgung, Müllabfuhr. Ja, und wenn solche Unternehmen vergesellschaftet sind, also verstaatlicht oder kollektiviert, dann ist das für die Wagenknecht schon Sozialismus. Ganz ohne Einparteiendiktatur und ohne Planwirtschaft, ja, ein Sozialismus ohne Planwirtschaft. Ja, und übrigens auch anders als bei George Orwell ist das bei Sarah Wagenknecht ohne künstliche Angleichung von Einkommen und Vermögen. Das war ja noch was, was der Orwell unbedingt haben wollte. Und in der Theorie wäre das ja meines Wissens durchaus möglich, denn ein staatliches Unternehmen, mir jetzt beispielsweise die Landesbanken, das kann ja durchaus auf dem Markt mit anderen Unternehmen konkurrieren, ohne dass jetzt die Regierung vorschreibt, ihr müsst in den kommenden 5 Jahren so und so viele Trabis produzieren und eure Leute müssen in der Stunde genau so und so viel verdienen. Ja, also das, was die Wagenknecht will, ist eben, wie gesagt, Sozialismus ohne Planwirtschaft. Und als ich dieses Interview gelesen habe, hat mich das wirklich vollkommen überrascht. Also ich wusste wirklich vorher nicht, dass es ernstzunehmende Sozialisten gibt, die freie Märkte befürworten. Die hat es natürlich schon immer gegeben und aus denen ist unter anderem die Sozialdemokratie hervorgegangen und das hätte ich auch vorher wissen können. Aber ich habe eben den Sozialismus zunächst in seinem gegenwärtigen Heimatbiotop kennengelernt, nämlich an der Uni. Und die dortige Antifa hat mir zwar täglich erklärt, dass meine Aufgabe im Leben darin besteht, den Kapitalismus abzuschaffen und weiße Dominanzstrukturen zu zerschlagen. Aber was das jetzt konkret heißt oder wie das gehen soll, das haben die dann nicht weiter ausgeführt. Und ja, vielleicht könnte man sagen, dass die universitäre Antifa so eine gewisse Ähnlichkeit mit Religionen im antiken Mittelmeerraum hat, bei denen es eher darum ging, gemeinschaftlich irgendwelche Kulthandlungen zu vollziehen und Beschwörungen aufzusagen und weniger darum, sich individuell Gedanken zu machen, woran man da eigentlich glaubt. Aber vielleicht ist es auch vollkommen falsch und ohnehin denken Sie jetzt wahrscheinlich, wovon schwafelt dieser Spinner denn da? Ich wollte nur meine Ignoranz bezüglich eines marktkonformen Sozialismus erklären, wie ihn die Wagenknecht vertritt. Ja, weil an der Uni, da gibt es das nicht, da gibt es immer nur Kapitalismus abschaffen. Naja, jedenfalls kann man jetzt der Wagenknecht vorwerfen, dass eine hohe Staatsquote immer irgendwie planwirtschaftlichen Charakter hat oder dass die von ihr erstrebte Verstaatlichung großer Unternehmen das Eigentumsrecht massiv verletzt. Ja, und außerdem kann diese Verstaatlichung ja sehr schnell zur Vereinigung von politischen und wirtschaftlichen Funktionen führen, dass ein Top-Manager auf einmal auch ein Spitzenpolitiker ist, ja, und damit gibt es eine erhebliche Machtkonzentration, die immer problematisch ist. Und am Ende ist wieder der Honecker da und so weiter, bla bla. Aber mal im Ernst, gehen wir doch einfach mal davon aus, dass die Wagenknecht das nicht will. Gehen wir mal davon aus, dass sie aufrichtig ist und möchte, dass in einem wirklich demokratischen Sozialismus die Erträge der Wirtschaft einigermaßen gleichmäßig auf alle verteilt werden. Ja, gehen wir einfach mal davon aus. Wir sind ja nicht die Antifa und unterstellen anderen Leuten immer, dass sie böse sind. Ja, wir haben also verkörpert in Sarah Wagenknecht einen Sozialismus ohne Einparteiendiktatur und ohne Planwirtschaft. Und insofern ist diese anfängliche Definition auch einfach unzutreffend. Ja, denn der Sozialismus ist eben nicht nur eine real existierende Staatsform, die durch Diktatur und Planwirtschaft, durch Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und Mangel geprägt ist, sondern der Sozialismus ist auch eine Vorstellung davon, wie ein Staat sein sollte. Und diese Vorstellung gab es lange vor 1917 und sie lebt auch heute noch. Ja, und nur weil der Sozialismus als Staatsform so war, wie er eben war, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass er auch in Zukunft so sein wird. Vielleicht gibt es ja irgendwann irgendwo einen demokratischen Sozialismus. Insofern also würde ich jetzt heute, nachdem ich irgendwie diese paar Sachen gelesen habe und das Interview mit der Wagenknecht, würde ich also heute Sozialismus anders definieren als vor 2 Wochen. Ich habe dann eben versucht, eine bessere Definition zu formulieren und mit der angestrengten kleingeistigen Pedanterie, die dem stumpfsinnigen Feierabend-Intellektoiden zu eigen ist, ist dann das Folgende dabei rausgekommen. Sozialismus ist ein Ideensystem,
das auf die Erschaffung und Erhaltung einer Gesellschaft abzielt, in der alle wesentlichen Wirtschaftsgüter sich nicht in Privatbesitz befinden, sondern entweder verstaatlicht oder kollektiviert sind. Ja, der Sozialismus nach dieser Definition wäre also nicht eine Regierungsform, sondern eben ein Ideensystem. Und dieser Sozialismus wäre auch nicht per se gut oder böse. Und sein wesentlicher Inhalt wäre nicht, dass die Partei immer recht hat oder dass sie 5-Jahrespläne aufstellt, sondern Kerninhalt dieses Sozialismus wäre der kollektive und nicht der private Besitz von Wirtschaftsgütern. Wie auch immer das im Einzelnen jetzt organisiert ist. Ich halte diese Definition tatsächlich für besser als so manches, was man im Netz lesen kann, weil sie den Sozialismus primär als Ideensystem begreift, weil sie sachlich, neutral und auf eine große Vielfalt von sozialistischen Bewegungen und Staaten anwendbar ist, ja, vom 19. Jahrhundert bis heute. Außerdem ist ja in dieser Definition die Planwirtschaft nicht zwangsläufiger Bestandteil und auch die Vergemeinschaftung von Wirtschaftsgütern, die ist hier auch als Kollektivierung möglich, nicht nur als Verstaatlichung. Ja, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es so eine Definition zu lesen, da wird das nicht berücksichtigt. Da ist vom Sozialismus einfach als Verstaatlichung der Produktionsmittel die Rede und von zentraler Planung und Lenkung der Wirtschaft. Das ist vielleicht so historisch gesehen richtig, aber die Sarah Wagenknecht und alle, die so denken wie sie, die sind da eben nicht drin. Ja? Und deshalb ist diese Definition meiner Meinung nach unzureichend. Außerdem, und das stört mich sehr, wird hier bei der Bundeszentrale für politische Bildung gesagt, das Ziel des Sozialismus sei es, die Situation der arbeitenden Bevölkerung zu bessern. Ja, das ist mit Sicherheit das, was die Sozialisten selber immer sagen. Nur ob das auch wirklich ihr Ziel ist und der Grund all ihres Tuns, das sei mal dahingestellt. Ja, also beim Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein im Jahr 1863 war das wohl so. Aber bei den Sozialisten, die ich an der Uni getroffen habe, da glaube ich ja irgendwie nicht, dass die arbeitende Bevölkerung denen besonders viel bedeutet. Ja, die sind viel zu sehr damit beschäftigt, den Kapitalismus abzuschaffen, weiße Dominanzstrukturen zu zerschlagen und Leute zu drangsalieren. Die können sich mit Themen wie Arbeitsschutzvorschriften, Kündigungsschutz oder dem Gesundheitssystem, da können die sich gar nicht mit beschäftigen. Ja? Die haben keine Zeit für, haben Wichtigeres zu tun. Und laut George Orwell war das in England in den 1930ern ganz ähnlich. Ja? So schreibt er zumindest in The Road to Wigan Pier. Da sagt er, Sozialisten sind vor allem damit beschäftigt, Pamphlete zu verfassen und für die Unterschicht interessieren die sich eigentlich gar nicht oder empfinden einen Abscheu der Unterschicht gegenüber. Ja? Das schreibt der Orwell. Ja, und von Leuten wie jetzt Lenin, Ulbricht oder Castro und ihrer Liebe zu den werktätigen Massen schweigen wir mal. Ja? Also ich glaube, dass das zu einer Definition des Sozialismus gehören soll, dass sein Ziel die Verbesserung der Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung ist, das überzeugt mich nicht. Ja, also insofern halte ich meine Definition von Sozialismus für ganz brauchbar, aber natürlich gibt es sehr viel klügere Leute als mich und wahrscheinlich auch sehr viel bessere Definitionen. Auch Sie können ja im Kommentarbereich eine Definition erstellen. Sozialismus definieren ist in der Tat, wie ich gemerkt habe, ein überaus amüsantes Hobby. Wenn Sie also jetzt dieses Video mit all seiner kleingeistigen Pedanterie bis zum Ende durchgestanden haben, dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Engelsgeduld und ich hoffe, dass Sie vielleicht ja, geistig ein wenig angeregt werden konnten, über den Sozialismus nachzudenken. Ja, also dann seien Sie sparsam mit Ihrem Klopapier, das war man im Sozialismus auch und vor allem bleiben Sie gesund mitsamt Ihrer ganzen Familie und erfreuen Sie sich des Lebens. Auf Wiedersehen.